einer weiteren. Ich liebe es. Auf jeden Fall. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Ozone 2 Kappa Mode. So. Wie gesagt, offscreen eine wundervolle, formschöne Mobfarm. Ein bisschen designt. Wir haben noch ein paar Kühe bekommen. Fluid Cows. Und zwar haben wir eine Molten Osmium. Wir haben hier noch zwei Scheinchen. Fluid, Glowstone, Fluid. Liquid XP, Heavy Brine und Ethanol. So, wenn wir uns mal Ethanol anschauen, bringt uns gar nichts. Ich glaube, das habe ich. Ach, das war das Zeug. Dann nevermind, das habe ich gerade verwechselt. Nee, jetzt weiß ich, womit ich das verwechselt habe. Und zwar habe ich das mit Gasolin verwechselt. Weil Gasolin, also Gasoline, hat einen Burntime von 750.000. Und das Schöne ist, na, nee, ist doch gar nicht angezeigt. Man kann es als Treibstoff für die, sagen, für die Smeltery benutzen. Und das ist noch nicht mal so ganz, ganz schlechter. Wenn man mal bedenkt hier die Burntime. Aber wenn man hier schaut, can be processed in a thermopneumatic processing plant to produce LPG. So, was ist jetzt LPG? Machen wir mal so und so. Also, hier haben wir Gasoline, 57.000 und hier haben wir LPG, 900.000. So, jetzt eine gute Nachricht. Wir haben schon LPG. Ja, habe hier zwei Kühe. Wo sind sie? Hier. Zwei Fruit Cows mit LPG. Und das Schöne ist, wir können die breeden. So. Was ich jetzt aber noch nicht gemacht hatte, war hier die Nuklearbombe und so weiter. Was ich aber stattdessen gemacht habe, waren zwei Schwerter. Und zwar eins mit dem Mann Beheading, weil wir verdammt viele Köpfe brauchen werden. Und ein normales so zum Kämpfen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns heute schon mal um das Beheading. Dafür brauchen wir Obsidian. Das war nicht so viel. Und wir brauchen das, was wir bisher noch gar nicht wirklich bekommen haben, Enderperlen. Ey, der cheatet voll. ich habe hier über diese Lootbags hier. Ne, jetzt habe ich gar keinen mehr. Habe ich alle geöffnet. Habe ich hier Enderlilies bekommen. Und wenn man die in eine Smeltery schmeißt mit einer. Ist da noch was drin? Nee, nicht da. Ja. Damit und damit. Mit einer. Pen. Mit einer Pencast kriegen wir Enderperlen. Und zwar pro Enderlilith 16. So, hier haben wir Beheading. Und jetzt haben wir hier Beheading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beheading 9. Wir haben jetzt wie viel Prozent Chance steht das hier? Ne, steht nicht. Aber das dürfte so ziemlich 90% sein, jemanden, einen Gegner zu enthaupten. Nun, ich sollte, würde mal behaupten, ja, das macht Dauer. So, wenn wir uns jetzt mal in die Quest reinschauen. Feta habe ich abgeschlossen, das war einfach nur noch Glowstone, was wir sammeln mussten. Wir bekommen eine Luchess, die, was sie wirklich erstmal interessiert. Wir bekommen einen Chance Icosahedron. Die können wir irgendwann mal öffnen. Und 10 Glowstone Ingots. Und Flop. Sewage. So, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal zwei Gold mitnehmen und uns eine Koppelvorlage machen für eine Schwertlinge. Oder können wir zufälligerweise so? Ne, schade. Natürlich. Theoretisch gesehen. Nein, das geht nicht, schade. Naja.
Packen wir hier rein und nehmen dann hier den einen Kobbel raus. Und wieder vollgefressen, so muss das. Ja komm, machen wir mal gerade so und so. Und dann können zwei Glowstone Engels rein. Warum will ich unbedingt Glowstone Engels, so Glowstone Schwerter haben? Seht ihr gleich. Ich glaube, die können wir schon mal reinschmeißen. Ich würde behaupten, das ist eine sehr gute Investition. So, was wir währenddessen machen können, wenn wir uns mal hier die Mob-Farm anschauen. Die fallen runter. Ja. Bevor sich jetzt hier einige fragen, wie ich hier Harden Glass bekommen habe. Man kann Harden Glass in der... Wo haben wir das? Hier. Ja. Harden Glass kann man auch in der Smeltery machen, indem wir einen halben Ledbarren, also zwei Ledbarren und zwei Obsidian, ein Ledbarren, zwei Obsidian geben zwei Harden Glass. Und beides haben wir ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen noch etwas, womit wir die Viecher töten können. Und da würden sich doch Spikes anbieten. So, schauen wir uns mal die Spikes an. Holz, Eisen, Gold, Tier, ja. So, für Tier brauchen wir Gold. Für Gold brauchen wir Eisen. Für Eisen brauchen wir diese Upright Spikes und für Upright Spikes brauchen wir Wooden Spikes. So, ich schmeiß dann hier schon mal. Komm, ich schmeiß einfach mal so 16 rein. Wir brauchen Wooden Spikes. Das heißt im Klartext, wir müssen das einmal so machen. Und dann machen wir uns hier drei Holzschwerter. Time to strike. Und bekommen hier vier Wooden Spikes. So. Jetzt die Upright Spikes. Da reicht schon vollkommen. So, drei Steinschwerter. Vier Upright Spikes. Wir brauchen jetzt Eisen. Dann nehmen wir einmal so. Wir brauchen einen Block of Iron. Wie jetzt? Muss ich die echt noch schmelzen? Jetzt wünsche ich mir, wir hätten schon LPG. So, hier sind die Schwerter. Dann machen wir das währenddessen. Ich mach mal so drei Blöcke. Dann nehmen wir mal hier das Beheading-Schwert und packen das da drauf. Attack Damage von 28. Hier auch. Und wir haben eine Durability von 288. So, wir brauchen noch eine gute Toolrod. Können wir hier so eine Infinity nehmen mit Durability mal 10. Durability Modifier 2. Was haben wir da so Feines? Manulin. Pink Slime, Neutronium. Ich glaube, mit Manualen sind wir schon mal ganz gut bestellt. Und wir brauchen noch eine Sword. Na, wie hieß das Teil nochmal? Eine White Guard. Elektrum. Ja, super, ne? Vielleicht wäre da Obsidian gar nicht mal so schlecht wegen Reinforce 3. Reinforced. Okay.
5 haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir da Obsidian. So, aber unsere Eisenblöcke sind fertig und das Zeug hier können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Wieso habe ich da Fackeln drin? So, jetzt aber zurück hier. 3 Schwerter. Mit Looting verzaubern müssen wir die erstmal noch nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir die erstmal wegklatschen können. Da kann rein, das kann rein. Und ich habe noch weiteres Gold vergessen. So. Hier, warte mal, habe ich gar nicht. Zurück damit. So, jetzt Diamond Spike. Wir brauchen 3 Diamond Lattice und einen Block of Diamond. Block of Diamond haben wir. Und die Diamond Lattice haben wir. So. Das haben wir. Und die Diamond Spikes. So, damit könnten wir die Mobfarm jetzt in Angriff nehmen, in Betrieb. Zack, 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 zack. Oder wir warten noch einen Moment. Ja, wir warten noch einen kleinen Moment, weil wir brauchen noch etwas, wo wir den ganzen Mobloot speichern können. Und da wird sich ein Drawer doch anbieten. Boah, schon meine Aussprache ist heute perfekt. Also, on point. Die packe ich mal gerade hier rein. Das kann hier rein. Das kann da rein. So. Sticks kommt zurück. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen Drawer bauen. Machen wir mal so 16. So. Holz haben wir ja noch genug. Okay. Da haben wir das System wieder ein bisschen gehangen. Ich muss mal schauen, was das ist. Und wir brauchen etwas, wo das ganze Zeug reinkommt. Und dabei wollte ich Drawer Controller machen. Basic Logistic Pipes. Brauchen wir Gold Gear. Okay. Kriegen wir hin. 1, 2, wir brauchen mindestens 6. Wir brauchen irgendein Gear, ein Stone Gear zum Beispiel. So. Dann machen wir doch mal den Stone Gear. Boah, eine richtige Axt müsste ich eigentlich auch noch machen. Okay. Gear da rein. So, was brauchen wir jetzt noch für den Drawer Controller? Wir brauchen Brass Ingots. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Die habe ich, glaube ich, irrtümlicherweise gemacht. Jawohl. Haben wir. Wir brauchen Transport Pipes. Glas haben wir jetzt nirgendwo, ne? 1. Dann machen wir uns gerade Glas. Smashing. Biggie, nimm es mir. Ich finde diese Taube einfach so bescheuert von diesem Video. Oder dieses, man kann schon bald sagen, Beam.
The Blood Moon is Rising. Mann, wie sehr ich mir das momentan bei Zelda wünschen würde. Ja, ich spiele momentan. Ich will nicht sagen, immer noch. Es ist. Oi. Es ist eher gesagt schon wieder. Breath of the Wild. Ich liebe dieses Spiel momentan. Ich muss sagen, da hat sich Nintendo was Gutes einfallen lassen. So. Auf jeden Fall. Ich bin da momentan bei so einer Mission und brauche dafür einen Blutmond. Der bei mir einfach nicht auftauchen möchte. Ein Redstone. So. Schön mit unseren zwei Schwertern hier. Und jetzt sollten wir den Draw Controller hinkriegen. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Wo packen wir das dazu? Hier würde ich bald sagen. Ich muss sagen, es ist schon schön geordnet hier. So. Dann pack mal hier die hin. Und machen mal gerade so. Und dann hier die Drawer. Eins, zwei, drei. So, jetzt bräuchten wir noch irgendetwas, wie wir die Items reinkriegen. Und dafür würde ich gerne einen Advanced Item Collector verwenden. Dafür brauchen wir erstmal einen normalen Item Collector und das ist ein Obsidian Toolrod oder Obsidian Stick. Also gar kein Thema, alles haben wir. Einfach nur zwei Obsidian. Vielleicht können wir gleich schon die Monsterfarmen einmal aktivieren. Das war noch ein Hopper, zwei Redstone. Eine Enderperle und eine Truhe. Acht Stück. So, dann so, einen normalen Item Collector. Wenn wir uns den mal anschauen, der sammelt nur. So, wenn wir jetzt aber da zwei Gloss und das hinzupacken, den wir kaum haben, und dann so machen, haben wir einen Advanced Item Collector, den man auch einstellen kann auf den Radius. Ich will jetzt hoffen, dass ich den noch so dran packen kann, ansonsten muss ich noch irgendwie eine kleine Fabrikation daran packen, aber ich hoffe, machen wir einfach einen 10x10 Radius. So, würde ich sagen, gehen wir doch mal nach oben, schalten die Mobfarmen einmal an. Halt. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Ich brauche noch den letzten Kobbel. Neue Kühe sind gespawnt. So, dann sieht das einmal auch von drin. Oben habe ich einfach einen Deckel aus Slabs drauf gemacht, damit nichts drin spawnen kann. So, jetzt so. Erst so. Und auf geht's. Ich hoffe inständig, dass jetzt nichts in uns drin spawnen wird. So. Monsterfarm ist aktiv. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz was weg, damit da was spawnen kann.
Der ist auch schön im Chunk-Radius, ne? Jawohl. Da, wo kommen sie doch schon? Und wir haben Meteor Sense und Rotten Flash. Weil es einmal hier so machen wird. Schade, die XP kommen gerade nicht ran. Da werden wir was mit dem Vakuumhopper machen können. Aber ja. So. Unsere Monsterfarm läuft. Da können wir irgendwann mal drauf schauen, wie das aussieht. Da werden wir eh noch dran arbeiten müssen. Alleine wegen den Lootbags. Jetzt mache ich es aber mal gerade aus. Das habe ich gerne mal so nebenbei an. Das können wir dazu packen. So. Das dazu. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge packen wir mal an, dass hier die Erde mal wegkommt. Das mache ich jetzt gleich. Und dann machen wir hier unsere Autosiebanlage hin, oder? Wir werden eh die ganze Insel irgendwann mal umkrempeln. Weil ich habe da eine richtig, richtig geile Idee für eine Base. Die werde ich aber irgendwann im Stream mal bauen. Übrigens, diese... Ah, ne, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da habe ich schon zu viel vorproduziert. Gut, würde ich sagen, nächste Folge bauen wir unsere Autoerzanlage. Hier erstmal hier die letzten Sachen vorbereiten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.